Verehrtes Volk, hier ist euer Vogt. Und ich begrüße auch noch dazu den Grafen von Joshuanien. Hallo. Und den Cäsaren Gaius Julius. Grüßt euch alle. Mein Name ist Gamius Alansa und ich habe nun endlich meine Weltumsegelung vollendet. Aber leider, ja, gab es ein Unwetter und ich hatte ein Schiffsunglück, wie man das so schön nennt. Ja, besser gesagt wurde mir mein ganzes Schiff zerschellt und mir ist es nun zurzeit nicht möglich, meine Arbeiten als Vogt fortzuführen. Deswegen kann ich hier nur loses Kommentieren mit abliefern. Ja, das ist... Herzlich willkommen zu Anno 1404. Vielen Dank, werter Vogt. Es ist erstens schön, Sie wenigstens lebendig von Ihrer Reise wieder zurückzusehen, aber natürlich sehr tragisch, dass Sie jetzt hier verwundet wurden. Aber ich denke, Sie werden in der Vogtei in einem Krankenzimmer sicherlich gut versorgt. Was für schlimme Schiffe diese orientalischen Händler hier anbieten. Eine Qualität ist das. So, was haben wir denn? Jetzt muss ich mich auch erstmal wieder ein bisschen einfinden, ehrlich gesagt. Ja, das geht mir gerade genauso. Ich mache erstmal den Auftrag hier, ne, von dem Lord Northburg. Ach stimmt, wir haben noch Auftrag. Du hast schon 20 Werkzeug geladen. Ja, perfekt. Ja. Ich habe mich schon gerade gefragt, wieso wir so wenig Werkzeug haben, aber so viel Stein und so viel Holz. Wir können ja, das stimmt. Wir können ein bisschen Stein verkaufen, oder? Am Kontor. Das könnte man machen. Ach, haben wir schon, aber der Regler ist sehr niedrig. Ich tue ihn ein bisschen höher stellen. Dann haben wir jetzt überhaupt schon Teppichproduktion. Dafür war es, glaube ich, zuständig, oder? Weil ich habe ja Brot und Bier habe ich gemacht. Moment. Genau, ich überprüfe jetzt mal, ob die Brot- und Bierproduktion überhaupt so passt, wie ich es gemacht habe. Nein, haben wir nicht. Okay, gut. Dann weiß ich jetzt auch Bescheid. Dann muss ich nämlich auf der Insel hier. Ich musste dort erst was hinladen. Okay, wir haben sehr viel Brot, 105, aber okay, 43 Bier. Aber selbst das ist schon viel und es füllt sich wir beides. Haben einen Schatz gehoben. Oh, sehr gut. Du hast gleich den Schatz gefunden. Da musst du ja die drei. Ja. Dann habe ich 10 Werkzeuge gespart. Wollte ich gerade sagen, ne? Die zweite Insel brauchst du ja gar nicht mehr zu finden. Sehr gut. So, und ich werde mal ein paar Holzfäller auf inaktiv stellen, sonst kosten die uns so viel. Ja gut, so viel kosten sie nicht, aber wir haben ja ein volles Lager. Ja. Dann lasse ich nur mal einen Holzfäller noch erstmal am Arbeiten. Okay, Bier und Brot füllt sich soweit. Genau, das ist gut. Leinenkoppen sind auch am Füllen. Fisch und Moss ist jeweils voll, das ist gut. Ja. Seile haben wir auch noch. Wir haben sehr viel. Als nächstes würden dann die Lederwämser, würde ich mich drum kümmern, sage ich jetzt mal. Ja. Ich überprüfe mal noch, was ist denn hier? Hatten wir nicht eine Glasproduktion? Ja, die haben wir. Die ist hier, bei den Mosthöfen. Okay. Was habt ihr zu vermelden? Und die läuft zu 100%. Oh, sehr gut, 91 Ruhm. Und Geld. Das ist überaus freundlich. Und 2 Ruf von dem Willem Pantag. Läuft bei uns. So, jetzt überlege ich gerade bei der Waldglashütte trotzdem eine Straße hinzubauen, weil anscheinend... Ja, weil der voll ist, ne? Genau, ich mach mal eine. Wir können ja gleich mal schauen, ob die immer noch zu 100% arbeitet. Ja. Da steht immer noch 100%, okay. Und dann werde ich den mal upgraden. Jetzt haben wir doch ein bisschen... Genau. Dann hat jetzt der mal 3 Wagen zur Verfügung. Ja. Wenn das klappen würde. Wieso geht das jetzt nicht? Hey, bei mir zeigt er an, er hat alle Ressourcen, um das mittlere Markthaus zu einem größeren Markthaus auszubauen. Aber jetzt, okay. Keine Ahnung, wieso. Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Wieso? Ja, weil wir jetzt weniger Stein haben. Wir müssen ja noch die Kirche bauen. Wir haben... Ach, du meinst weniger Glas? Glas, ja. Das war 2 Glas, oder? Ja. Ne, 3. 3? Echt? Doch okay, nicht. Dann... Ne, 2. 2. Okay. Ganz ruhig, okay, das heißt die Kirche, alles klar, dann sparen wir den Rest auf für die Kirche. Kein Problem. Ach, du baust hier wieder schon ein paar schöne Häuser, perfekt. Wir haben ja so viel Holz, dann muss das weg, genau. In der Orientsiedlung eines Mitspielers... Oh. Ist eigentlich gerade der Bevölkerungsstand in der Stadt, wenn ich fragen darf? 3060. Nee. In welcher Schicht wie viele?
Aber achso, in der Stadt. 2200, so circa. Stimmt, die 3060 sind für die gesamte Inselwelt. Mit der Orientalsiedlung. Ich kann es kurz mal sagen. Wir haben 398 Bauern, 525 Bürger und 1299 Patrizier. Wir sind hier also schon eine sehr florierende, wohlhabende Stadt. Oh ja, mit so vielen Patriziern auf jeden Fall. Ja, und hoffentlich irgendwann dann bald auch mit Adligen. Wieso hast du das jetzt eingerissen? Weil dort dann der Schuldturm hinkommt. Und ich wollte jetzt da mal lieber Platz schaffen. Adlige sind gefährlich, vor denen müsst ihr euch in Acht nehmen. Ja, das stimmt. Aber macht das mal nicht. Macht das hier Sinn mit dem? Ja, da sind alle Patrizier drin. Ja, du hast vollkommen recht. Dann können wir uns noch gen Osten in der Zukunft auch orientieren. Alles klar, perfekt. Ja. Die Kirche, die passt auch in dem Punkt. Da sind zwar ein paar Häuser nicht drin, aber ja. Ja, egal. Wie gesagt, ich habe ja meiner Meinung nach, würden sich ja die Kapellen dann auch so zu Kirchen dieselbe Funktion haben. Ich weiß es nicht. Das sehen wir dann, mein Freund. Kapelle ist allgemein kleiner als eine Kirche. Ich weiß, aber bei Anno, meines Wissens, ist es eben so, sobald man eine Kirche auf der Insel baut, erfüllt jede andere Kapelle dieselbe Funktion wie die Kirche. Ja, aber im echten Leben ist es, glaube ich, so, dass eine Kapelle nur zum Beten genutzt wird und eine Kirche kann auch zum Bestatten und für großen Gottesdienst genutzt werden. Wir haben eine Kapelle in unserem Dorf und da gibt es wenigstens einmal im Jahr einen Gottesdienst. Bei so einer Kirche ist dann schon ein größerer Gottesdienst und natürlich auch öfter. Ja, klar, natürlich. Und sie ist halt auch einfach größer. Aber Kathedralen sind ja eh am besten. Ich wollte mich um Lederwämser kümmern. Das heißt, ich schaue mir jetzt mal an, was wir dafür alles brauchen. Du kannst dich ja um die Teppichproduktion kümmern, Joshua. Bin dabei. Also, für Lederwämser brauchen wir einen Flussbauplatz und Salz und Tierhäute. Genau. Schweinezucht kann man ja überall machen. Das heißt, ich muss jetzt nur schauen, wo wir Salz haben. Das können wir ja mal gucken. Oh, wir haben sogar auf unserer Hauptinsel Salz. Aber wir haben hier... Doch, wir haben auch Flussbauplätze. Sollen wir dann die Lederwämser direkt in Goldkreuzstadt produzieren? Macht eigentlich Sinn, weil wir haben die Vogtei. Und die Vogtei macht doch alles billiger, was auf der Insel produziert wird, richtig? Ja, das stimmt. Ja, aber nur, weil ich hier die Bilanzen fälsche. Sieht man das eigentlich, wie viel wir hier sparen? Nee. Nee. Ich glaube, das steht nur, warte mal. Das steht, glaube ich, am Anfang, wenn man die baut. Wo war die Vogtei nochmal? Vogtei. War das bei Bürger? Nee, bei Patrizia hier. Senkt die Unterhaltskosten. Na, steht aber leider nicht um wie viel, alles klar. Na gut, dann gehen wir doch mal zu Salzminen. Also hier wäre eine Salzmine. Hier wäre auch noch gleich eine, da wo die Salzproduktion ist. Oder hier oben. Das heißt so, dass das Salz ist weit weg. Was, der will Geld? Wieso? Weshalb, warum? Was traut denn der sich? Wie gut sind denn unsere Beziehungen? Warte mal, bevor wir das machen, werden wir erstmal uns einschmeicheln, würde ich sagen. Ihr wollt mir tatsächlich bei der Suche nach meiner Tochter. So, das hat schon mal geklappt. Dann fordern wir von ihm noch einen Tribut. Von 3000. Den hat er leider abgelehnt, okay. Wie könnt ihr nur so stur sein? Schade. Aber wir haben insgesamt nur einen Ruf verloren, oder? Na also. Und 4 aber dazu gewonnen durch das Einschmeicheln. Ah, hallo. Was gibt es Neues? Es wird Zeit, einen Das gibt's doch nicht. Das war die höchste Wahrscheinlichkeit, die möglich war. Aber sie fand es halt leider nicht so gut. Wie sieht sie mit Tribut aus bei der Helena? Mit einem kleinen Tribut? 87%, also bitte. Eine so wichtige Entscheidung. Ja, das gibt's doch nicht. Na gut, da haben wir wohl heute nicht so viel Glück gehabt. Kann passieren. Egal. Ich baue jetzt hier mal eine Salzmine. Haben wir überhaupt die Rohstoffe? Warte mal, kostet da irgendwas? Ich will ja jetzt kein Glas ausgeben, aber nein, da kostet nichts Glas. Perfekt. Was macht die Schatzkammer? Sehr gefüllt. Wir haben derzeit 27.000 und wir machen 490 plus. Na, sehr schön. Wird die Bank freuen zu hören. Oh ja. So, ich habe jetzt eine... Ach genau, die Saline, die braucht doch noch Kohle, oder?
Genau, Kohle. Das heißt, wir brauchen auch noch einen Köhler. Den haben wir ja schon. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Kohle haben wir? Köhler ist eigentlich ein ziemlich wichtiger Beruf, weil so ein Köhler, der ist wahrscheinlich der Einzige, der einen Waldbrand verhindern kann. Also sofort. Würde nicht ein Köhler eher Waldbrand vielleicht auslösen? Nee, also der Köhler ist ja genau der sowas verhindern soll. Der ist ja dafür da, dass die Kohle, die halt vom Verbrennen des Holzes, die da vor sich hinschmort oder glüht, vor sich hinglüht, der ist halt dafür da, dass der passt halt auf, dass die Kohle nicht zu stark verglüht, dass da halt nichts passiert bei. Deswegen ist der Beruf eines Köhlers nicht nur relativ langweilig, aber trotzdem relativ wichtig. Okay. Bei Waldbrandgefahr halt. Ja. So, wir haben jetzt eine Kirche. Oh, hast du schon gebaut, Mensch? Ich hab ja hier... Ah ja. Ja. Schön. Schaut euch die Kirche an, wie schön sie ist. Ich habe jetzt auch gerade erst in Banished eine Kirche gebaut, da ist man immer richtig stolz drauf. Mach mal einen Screenshot und schick mir den später mal. Mit welcher Taste mache ich denn einen Screenshot? F12. Nee, anscheinend nicht. Ach so, stimmt ja. F9 wahrscheinlich. Ja, startet ja nicht über Steam. Oder? Nee, auch nicht. Keine Ahnung. Das weiß ich dann jetzt leider nicht. Und da ist sogar so ein... Das sieht aus wie ein Bischof, der davor ist. Sehr schön. Wir haben sogar einen Bischof hier. Nicht nur einen Pfarrer, sondern einen Bischof. Ausgezeichnet. So, Teppichproduktion läuft auch. Mensch, da bist du ja schneller als ich. Ich baue eine Köhlerhütte, noch eine zweite. Und zwar im Nordosten, hätte ich jetzt gesagt. Da ist noch viel Platz. Ja. Weil wir haben nicht genügend Kohle. So. Ah, wir brauchen Ton. Dann kümmere ich mich. Und Quarz, um Mosaik herzustellen. Quarz haben wir auf der einen Insel ja schon, aber das brauchen wir ja auch für Glas. Du kannst ja mal schauen, vielleicht haben wir ja Quarz überschüssig. Ja, wir haben auf unserer einen Orientalinsel auch Quarz, dann mache ich das dort. Okay. So, dann bauen wir doch mal eine Saline noch. Die baue ich aber aus weißer Voraussicht. Naja, wohl, eine Saline kommt ja mit einer Salzmine aus. Die baue ich mal hier. So. Weil wir haben ja schon im Süden eine Salzmine errichtet. Das heißt, wir werden bald Salz haben. Interessante Auswahl. Ja. Gut, nachdem wir jetzt genügend Salz haben, werden wir uns an die Lederwämser machen. Dafür brauchen wir dann noch Tierhäute. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Also Schweine. Ja, genau, Schweine. Eine Schweinezucht. Aber weißt du noch, also eine Saline, hat die für ein oder für zwei Gerbereien gereicht? Ich könnte meinen schon für mindestens zwei. Aber mindestens pro Gerberei, glaube ich, eine Schweinezucht. Also das glaube ich auch. Ich würde auch zwei Lederwämser auf jeden Fall mal bauen, oder? Wir haben ja vier Flussbauplätze, das heißt, für Papier haben wir auch noch Platz übrig. Ich würde auch mindestens das machen. Genau, dann baue ich. Oh, ich sehe gerade, wir haben viel zu viel Weizen auf unserer einen Insel. Das heißt, wir können dort theoretisch noch einen Bäcker eine Klosterbrauerei bauen. Ja, aber Brot haben wir ja genügend. Aber eine Klosterbrauerei wäre sinnvoll, ja. Ja, da brauchen wir halt noch Rohstoffe dort auf der Insel. Ja. Dann schiffe die doch mal hin. So. Ja, ich muss mal schauen. Die Schweinezucht habe ich jetzt hier auch am Laufen. Mit einer schönen Brücke hier sogar über den Fluss. Wunderbar. So, dann brauche ich aber, glaube ich, trotzdem noch ein Markthaus, weil alle anderen Flussbauplätze sind nicht verfügbar. Mosaikmacherei. Quarz und Ton benötigt das. Wow. So, ein zweiter Leder, Gerber und noch eine weitere Schweinezucht. Es kann auch wirklich sein, dass wir vielleicht dann noch eine brauchen, aber das sehen wir ja dann in der Zukunft. Da passen sogar keine vier hin. Dann mache ich das nochmal neu. Wir können ja hier zum Glück Baukostenrückerstattung haben. Das ist schön. So, jetzt passt die auf jeden Fall. So, kümmerst du dich drum um die neue Brauerei oder soll ich das machen? Kann ich machen, ja. Ich bin nämlich gleich fertig. Dann kümmere ich mich da als nächstes drum.
So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Gerbereien. Oh, wir haben sehr viel Salz, alles klar. Das geht aber schnell hier mit dem Salz. Die Schweinezucht wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen brauchen. Wir müssen mal dann, denk mal dran, dass wir überprüfen, ob die Schweinezucht jeweils reicht oder ob wir dann da mehr brauchen. So, und unsere Stadt wächst auch, darum kümmerst du dich gerade. Sehr gut. Schön. Mensch. So, hast du schon irgendwelche Rohstoffe hingeschickt auf die Insel? Nee. Okay, dann mache ich das mal. Weil wir haben halt kein Schiff dort gerade. Genau, ich wollte gerade sagen. Wo sind das eine brauche ich gerade oben noch für die Oriental oder so. Ja, ich werde mal... Das heißt, wir müssten entweder eins anfordern oder mal eins bauen. Ja, warte mal kurz. Schuppert. Wir haben doch eine kleine Werft. Die wir haben doch genug für ein kleines Handelsschiff. Da würde ich sagen, wir bauen einfach mal eins. Ja, genau. Was macht eigentlich die Elysos? Die ist auch schon auf einer Handelsroute? Ja, die ist jetzt auf der Seite Route für Teppiche dann. Ah ja, ein Schiff, das 6 Plätze frei hat, transportiert wie viel? Ein Platz? Die Bevölkerung eines Menschenkinders hat die nächste. Das ist natürlich sehr effizient von uns gemacht. Wir sind da schon richtige Profis. Klar. So, aber genau, hier wird unser Handelsschiff gebaut. Das ist jawohl, dort können wir später auch noch Kaffee rüberliefern. Also so ist es nicht. Und Perlen auch noch. Ja. So. Und Helena hat schon Gesandte. Wir sind bei den als bei der Orientsiedlung. Oh, und Adlige hat sie auch schon. Abgeschlossen. Mensch, so, die Narvik, unser neues Schiff. Vor allem ihre komische Insel ist viel kleiner, wenn du das mal siehst, aber die hat schon Gesandte. Das ist auch irgendwie ein bisschen unlogisch. Ja. Narvik ist eine Hafenstadt in Norwegen. Ach, wirklich? Oh, und ich merke, wir haben kein Holz mehr. Das heißt, ich werde mal hier wieder alle Holzfäller zurück an die Arbeit zwingen. Auf geht's, Leute. Tut wieder was für euer Brot. Du hast hier die ganzen Sachen verbaut, weil du die Leute aufsteigen hast lassen. Jetzt habe ich kein Werkzeug mehr. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist nicht gut. Und Holz haben wir gerade auch nicht mehr. Und brauche ich... Wir hatten doch am Anfang so viel von allem. Mensch, was ist denn jetzt los? Ja, du hast das alles verbraucht hier mit den Aufstiegssachen. Und mit der Kirche und was weiß ich mit allem. Und ich auch natürlich mit den Lederwämsern, ne? Ja, das stimmt. Das hat jetzt alles sehr viel gekostet. Okay, das heißt, entweder ich kaufe mir irgendwo Werkzeug. Oh, wir haben schon wieder nur, 14.000, okay. Ja, nur, aber wir haben ein ganz gutes Plus. Ja, natürlich. 600, jetzt vorhin waren es 400, das ist wieder sehr gut gestiegen. Ich werde nochmal ein bisschen Werkzeug. Aber ich... Warte mal, wie viel kostet denn das beim Lord Northburg? Schauen wir doch mal. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Schauen wir doch mal nach. 85! Wow. Ja, und es sind aber nur 13. Ihr seid so beim Großvezier zum Beispiel nur 62, aber der ist halt weiter weg. Da falle ich halt gerade hin. Ach so. Ah, das wollte ich eigentlich für die Orientalinsel, weil da brauche ich auch was. Ja, dann gehe ich zu Lord Northburg und kaufe teures Werkzeug ein. Ja, ich meine, wir brauchen es halt. Wir haben ja das Geld. Stimmt auch wieder. Wir haben ja die Einnahmen, wir florieren doch. Zwar noch nicht so sehr wie die Helena, wir schauen uns mal die Adligen bei ihr an. Uiuiuiuiui. Oh, die hat an sich eine ganz gute Insel. Ja, die hat halt aber ich glaub, Mauern und schau mal, die hat 3 Kirchen gebaut. 3 verdammte Kirchen. Boah, also das ist irgendwie schon komisch, wie viele Ressourcen die haben. Welch eine Geldverschwendung. Ja, also echt. Das könnte man auch viel effizienter bauen. Anstatt, dass sie eine Kathedrale baut, nein, 3 nee, Kirchen. Endlich. Kaiserdom kann man irgendwann auch bauen. Das ist ja, aber Moment. Der dauert halt arschlang. Das dauert richtig lang, ja. Und ist sehr teuer. Cool, das könnten wir uns ja als Ziel setzen. So, ja, bloß ein Dom ist noch teurer als eine Kathedrale. Klar, ja. Es gibt keine Kathedrale aus dem Es gibt hier eine Kapelle, es gibt hier eine Kirche, aber die Kirche ist schon richtig groß. Also man kann hier die Kirche auch, finde ich, ein bisschen mit einer Kathedrale vergleichen. Aber der Kaiserdom ist so das große Monument, was hier möglich ist. Und noch die was ist da noch möglich? Die Sultan-Moschee. Das sind so zwei Monumente. Die ist cool. Aber beim Kaiserdom, ich bin, glaube ich, immer nur bis Stufe 2 gekommen, weil bei Stufe 3 braucht man auch richtig viele Adlige. Schaut euch mal an, die Häuser, die sehen richtig schön aus. Die hat hier auch eine Feuerstätte. Ihr solltet Ablasssteuern eintreiben. Oh, Tribut, jetzt ist die Frage. Wir sind halt kurz davor, wieder unseren Handelsvertrag zu verlieren, oder? Nee, egal, einfach mal ablehnen. Ist schon gut. Oh, ich verstehe das. Nichts passiert. Okay, es war aber knapp. Oh, wir haben ein bisschen zu wenig Tier heute, ne? Ich glaube, 2 Stück reichen nicht, weil 2 Gerbereien aus. Ja, okay, dann brauchen wir noch wahrscheinlich 2 weitere. Dann braucht man wahrscheinlich immer 2 Schweinezüchte. Die Saline reicht aus, aber der Gerberei halt nicht. Machst du dann noch die beiden?
Weil ich bin jetzt, ja, bei Lord, ich bin jetzt bei Lord Northburg. Schön, dass ihr da seid. Hey, jetzt hat er nur noch 14 Werkzeuge, der hatte doch vorhin 16. Hat er die jemand gekauft oder was? Oh. Ach, jetzt gibt's wieder plus 3 Ruf wegen den Handelsbeziehungen, das ist ja schön. Ach, weil ich jetzt gerade mit Lord Northburg gehandelt habe, natürlich. Mensch. Wir wundern uns hier, aber das macht doch alles Sinn. Aber ich frage mich sowieso, brauchen wir... Naja gut, für die Zukunft brauchen wir sowieso immer mehr Bier, deswegen ist das... Wir haben halt, ja, wir haben wirklich Massen an Getreide und Massen an Kräuter. Das heißt, einfach nur eine Bierbrauerei kann ich bauen. An irgendeinem, ja, Marktplatz, fertig. Das ist schon eine alles. Eine Bierbrauerei würde halt eine Menge an Zufriedenheit wahrscheinlich bringen. Ja, wir haben ja schon eine Brauerei, die sind schon sehr zufrieden. Wir wollen es nur noch zufrieden. Wir wollen im Bier schwimmen, unsere Patrizier. Für die könnt ihr ja mir das denken. Die Adligen wollen dann natürlich irgendwann Wein haben. Oder gibt's überhaupt Wein? Doch, ja. Ja, ne? Aber wir brauchen ja die Trauben. Ja, das ist ja auch das Getränk der Adligen. Natürlich. Wein. Ja. Ja. Und ich würde sagen, wir sind doch schon langsam am Ende der Folge, oder? Ich werde hier noch die Ressourcen abladen. So, Mosaikmacherei steht jetzt auf. Das heißt, wir werden bald eine Moschee bauen können und dann haben wir auch Gesandte. Dann schaue ich nochmal für den Abschluss der Folge zu unserer Orientsiedlung. Ach ne, hast du das hier gebaut oder wo hast du das gebaut? Ja, auf unserer Hauptinsel. In Orion dort. Teppich, genau. Teppichknüpferei hast du. Und wo hast du Mosaikmacher gemacht? Im Süden oder? Nee. Doch. Warte mal, sind wir gerade in Röschenhof. Röschenhof, ganz links unten. Wo die Helena ihr anderes Dorf hat. Dort in der Nähe. Ach so, hier bei dem Ton, genau. Genau, jetzt haben wir auch eine Mosaikmacherei, sehr gut. Das heißt, wir können wirklich bald eine Moschee machen und dann wird es hier auch bald Gesandte geben. Ausgezeichnet, darauf könnt ihr euch dann in der nächsten Folge freuen, meine lieben Zuschauer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit mir, Gaius Julius Caesar, mit Joshua Gaming und hoffentlich auch wieder mit dem Game Alliance. Ich bin immerhin froh, dass ich von diesem Krankenzimmer aus nicht die Stimmen von Lord Northburg und dem Großvisier höre. Gut, aber also, auch was Gutes. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.